Servus Angelfreunde, Kalkfreaks, hier ist wieder Jockel. Diesmal aus Diesen am Südufer vom Ammersee. Ja. Und hier in Diesen zeige ich euch mal die Slipstelle, wo ihr mit eurem Ruderboot oder Kajak an die Wasserlinie kommen könnt. Diesen ist optimal, Parkplatz kostenlos, auch groß. Findet ihr immer einen Platz und das zeige ich euch hier mal. Ich mache mal einen Rundumschwenk. Ja, für all diejenigen, die den Ammersee nicht kennen oder noch nie am Ammersee waren, der Parkplatz ist zu finden, zum Beispiel über Google Maps in der Suchanfrage, wenn man eingibt Skatepark Diesen Ammersee, dann kommt man direkt zu dem Spot am Parkplatz und hat die ganzen Koordinaten hier gleich. Das ist der Parkplatz und hier geht es zur Wasserlinie, hier diesen kleinen Weg, das ist die Slipstelle. Alle näheren Details zur Slipstelle hier in Diesen werde ich in die Videobeschreibung reinpacken. Aber hier könnt ihr, wie gesagt, toll mit dem Trailer, mit dem Slipwagen an die Wasserlinie kommen, das Boot zu slippen. Diesen ist mit Herrsching wohl einer der besten Stellen, um mit seinem auch größeren Boot an die Wasserlinie zu kommen. Optimal. Hier in Diesen kann man schön an der Promenade entlang gehen. Da hinten ist ein kleines Brückerl. Hier der Dampf steckt da vorne. Gutes Restaurant. Einiges geboten hier in Diesen. Unter anderem Bootsverleih, Ruderboote und Tretboote. Hier kurz die Preise. Ja, man sieht es gar nicht, aber es ist doch eine ganz schöne Brise draußen am See. Hier drüben eine Minigolfanlage an der Parkanlage. Ja, zur Minigolfanlage. Kann der Papa fischen gehen und die Familie tut Minigolf spielen. Ist doch super. Ja, von dieser Straße kommt man eigentlich von der Hauptstraße runter und diese Straße führt dann direkt hier runter zu dem großen Parkplatz. Ja, hier ist der Naturpfad, der Erlebnispfad am Ammersee. Den kann man wärmstens empfehlen. Wunderschön, da ist hinten auch ein Turm, Aussichtsturm mit tollem Blick auf den See und Vogelparadies. Alles kann man hier toll beobachten. Wunderschön. Da ist auch eine Tafel dazu. Also sehr sehenswert. Sollte man unbedingt einmal gehen. Hier kann man mit seinem Trailer Slipwagen durchfahren, so Breite etwa 3 Meter. Hier die Einfahrt muss man immer frei halten, wie gesagt, und da kommt man ganz bequem an die Wasserlinie. Hier ein paar Boote vom Fischereiverein in Diesen.
Aber hier kommt man dann schön raus an den See. Da hinten die Ammermündung kann man sehen. Auch Naturschutzgebiet und Sperrzone, das sind als Schilder im Wasser. Da darf man den Bereich nicht befahren, nicht befischen. Hier auf der linken Uferseite geht es rauf nach Friederau, Holzhausen, Schondorf, Eching. Dann hier hinten die Westseite vom Ammersee, unter anderem mit der Herschinger Bucht. Hier hinten ist Hersching. Also hier sind wir rein, hier haben wir das Kajak reingeslippt. Wie gesagt, hier die Boote vom ansässigen Angelverein, die Liegeplätze. Und hier kommt man dann schön wieder raus. Wassertiefe hier gleich so ja, 50 cm bei normalem Wasserstand. Also optimal, würde ich sagen. Ja, auch damals, wo ich noch ein Ruderboot hatte, bin ich hier rückwärts mit dem Trailer rein. Also es geht wirklich super hier.